Ja, moin Leute, immer wieder kommen Menschen zu mir und fragen mich, hey, wie gehe ich denn am besten mit meinem Smartphone, Laptop, Elektroauto, Akku um, sodass der am längsten hält? Soll ich den einmal komplett vollladen, wenn ich das Ding neu habe? Soll ich es immer wieder auf 100% und wieder auf 0% end- und beladen? Und ist das Problem, wenn ich über Nacht lade? Auf all diese Fragen und Mythen gehe ich in diesem Video ein. Und das gilt, wie gesagt, für alle elektronischen Geräte mit einem Lithium-Ionen-Akku. Das bedeutet, alle modernen Smartphones, alle modernen Laptops, alle modernen Elektroautos und auch alle modernen Smartwatches zum Beispiel zählen damit dazu. Also wir räumen heute mit Mythen auf und ich zeige euch, wie man seinen Akku am besten behandelt, dass er am längsten hält. Wie gehe ich mit meinem Smartphone um, wenn es neu ist? Soll ich es vollladen oder komplett entleeren und dann 8 bis 12 Stunden laden? Am besten nichts davon. Moderne Lithium-Ionen-Akkus fühlen sich am wohlsten zwischen 20 und 80% Akku. Warum das so ist, da kommen wir nachher auch noch kurz zu. Aber wenn man moderne Lithium-Ionen-Akkus lagert, dann ist das für die am stressfreisten so zwischen 60 und 70%. Und das ist übrigens auch der Grund, wenn man ein neues Smartphone bekommt, und da könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr das nächste Mal euch ein neues Smartphone kauft, dass der Akku zum Anfang zwischen 60 bis 70% steht, also oft so 62 bis 65%, sind so die realistischsten Werte. Warum ist das so? Naja, Akkus lagern am stressfreisten zwischen 60 und 70%. Und da die Hersteller ja nicht wissen, wie lange ihre Geräte da noch irgendwo in einem Lager liegen, das kann ja durchaus ein halbes Jahr sein oder so, laden die halt auf 60 bis 70%, sodass der Akku die beste Gesundheit hat, wenn er beim Kunden ankommt. Wie sollte ich jetzt also mit meinem Akku umgehen, wenn ich ein neues Gerät kaufe? Ganz ehrlich gesagt, einfach benutzen. Also ich muss den Akku nicht vollladen, ich muss den nicht komplett leer machen, sondern ich kann mich einfach hinsetzen und in Ruhe mein Gerät einrichten. Im Akku ist es relativ buggy, ob ich den direkt lade oder ob ich den benutze, das ist total egal. Ich komme in diesem Video auch noch zu Tipps zur Langlebigkeit, das verspreche ich, also wie ich das am besten mache, aber in Bezug auf einen komplett neuen Akku in einem komplett neuen Gerät, den kann ich einfach benutzen, ohne dass ich mir da irgendwelche Sorgen machen muss. Wenn euch Dinge wie diese interessieren und ihr mehr wissen wollt, dann empfehle ich euch den Sponsor des heutigen Videos, nämlich Blinkist. Blinkist ist ein Dienst, der Bücher zusammenfasst, entweder zum Selbstdurchlesen oder auch zum Anhören, weil die auch vorgelesen werden können. Und eines meiner Ziele jedes Jahr ist es eigentlich, circa ein Buch pro Woche zu lesen, aber tatsächlich ist es jetzt so, dass man das im Alltag eigentlich nie schafft und auch ich nicht. Deswegen finde ich Blinkist so cool, weil ich einfach mir in 15 Minuten jeden Morgen beim Frühstück vorbereiten eine Buchzusammenfassung anhören kann und das finde ich mega cool. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es circa 3000 zusammengefasste Bücher in über 25 Kategorien und circa 40 kommen jeden Monat neu dazu. Meine Empfehlung ist übrigens Fokus von Hermann Scherer, das Buch, was ich auch heute Morgen gehört habe. Wer jetzt sagt, boah, das finde ich mega cool, der bekommt auf dem Link in der Videobeschreibung aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Dann viel Spaß beim Lesen, Hören und Weiterbilden, weil ich finde, die beste Investition ist immer die Investition in sich selbst. Und jetzt zurück zum Video. Sollte ich meinen Akku immer auf 0% entleeren und wieder auf 100% vollladen, damit ich keinen Memory-Effekt bekomme? Das bloß nicht. Das war so tatsächlich bei den alten Nickel-Cadmium-Akkus. Was ist denn eigentlich der Memory-Effekt? Also der Memory-Effekt beschreibt bei Nickel-Cadmium-Akkus, dass die sich nach einer Zeit gemerkt haben, aus welchem Bereich man regelmäßig Leistung entnimmt. Das heißt, wenn ich den Akku auf 70% geladen habe und dann wieder auf 10% entladen und das regelmäßige gemacht habe, dann haben die gelernt, oh, der nimmt nur das und haben dann quasi nur noch so viel Leistung abgegeben und die Spannung ist dann entsprechend an den anderen Stellen abgefallen, sodass die nicht mehr dort an der Stelle Leistung abgegeben haben. Aber moderne Lithium-Ionen-Akkus haben keinen Memory-Effekt mehr. Da gibt es das nicht. Die können natürlich auch an Kapazität verlieren, allerdings durch falsches Laden. Das ist aber komplett anders als bei Nickel-Cadmium-Akkus. Moderne Lithium-Ionen-Akkus altern nämlich am schnellsten durch zu hohe Temperaturen und durch falsches Laden. Und das falsche Laden kann ich verhindern, indem die sich, also die fühlen sich am wohlsten zwischen 20 und 80% Ladung. Warum ist das so? Also, wenn ich meinen Akku, meinen Lithium-Ionen-Akku auf 100% lade, dann habe ich dort sehr hohe Zellspannung. Und der Akku mag diese Zellspannung nicht. Das heißt, wenn der über lange Zeit bei diesen 100% ist, altert der Akku schneller und verliert dadurch schneller an Kapazität. Das heißt, wenn möglich, sollte ich verhindern, auf 100% aufzuladen bzw. lange im Bereich von 80 bis 100% zu sein. Das kann man sich übrigens bei 100% sehr gut vorstellen mit einem Gummiband. Also, wenn ich ein Gummiband immer am
an die maximale Spannung bringe, dann wird das irgendwann auch ausleiern und nicht mehr die volle Spannung bringen können. Und genauso ist das, wenn ich so einen Lithium-Ionen-Akku auf 100% lade. Das ist wie so das Gummiband komplett gespannt. Das mag der nicht. Aber gleiches gilt auch, wenn der Akku sehr, sehr leer wird. Das ist anscheinend aber nicht ganz so schlimm. Aber wenn ich hohe Leistung entnehme, wenn der Akku nicht mehr viel Speicherstand hat, also wenn er nur noch irgendwie bei 5% ist und ich entnehme dann viel Leistung, dann kann es sein, dass der Stromfluss dort Ionen aus dem Ionengitter reißt und das verringert auch die Akkukapazität. Also idealerweise zykle ich meinen Akku zwischen 20% und 80%, damit ich die maximale Lebensdauer von dem Akku habe. Das ist übrigens auch der Grund, warum moderne Elektroautos meistens einen Schalter haben, dass die nur bis 80% oder 90% geladen werden können. Das kann ich natürlich abschalten, wenn ich da mal wirklich weit fahren muss, aber im Alltag lade ich ein Elektroauto nur auf 80% oder 90%, damit der Akku halt so lang wie möglich hält und auch so lang wie möglich die größte Kapazität behält. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, dieses andere Ladeverhalten bei Elektroautos, dass die Akkus dort bedeutend länger halten als bei unseren Smartphones, wo wir eigentlich immer die Akkus komplett voll aufladen und auch über Nacht aufladen. Wie sieht es denn aus mit dem Smartphone über Nacht laden? Wie schon gesagt, ist das an sich keine gute Idee, denn ich meine, wenn ich den Akku mal auf 100% lade, das Gummiband voll spanne, ist das kein Problem, ja, das macht er ohne Probleme ein paar Mal mit. Aber wenn ich das Gummiband nehme und die ganze Nacht lang an voller Anspannung bringe, dann altert das natürlich viel, viel schneller. Und genau das gleiche auch bei Lithium-Ionen-Akkus. Wenn die also die ganze Nacht bei 100% stehen, und das passiert ja, wenn ich mein Smartphone über Nacht lade, dann sind da die ganze Zeit diese hohen Spannungen im Akku und das mag der nicht, der altert der viel schneller. Das kann man übrigens auch in den modernen Smartphones einsehen, also zum Beispiel bei iPhones oder auch bei Sony-Handys findet man das in den Einstellungen unter Batterie und da kann man sich den Batteriezustand ansehen und dann dort sehen, wie viel Restkapazität noch vorhanden ist. Und diese Restkapazität, die kann man halt so groß wie möglich halten, wenn man den Akku nicht jede Nacht ansteckt und da die ganze Nacht angesteckt lässt. Man muss allerdings dazu sagen, dass die ganz modernen Smartphones und allen voran der iPhones und auch Sony-Geräte und auch ein paar OnePlus-Geräte haben das, dass die einen Algorithmus eingebaut haben, der lernt, wie man seinen Akku nutzt. Und nachdem man das ein paar Mal gemacht hat und die richtigen Einstellungen dafür getroffen hat, ist es so, dass das Smartphone lernt, wie man seinen Akku lädt. Also wenn ich mein iPhone zum Beispiel jeden Abend um 23 Uhr anstecke und jeden Morgen um ca. 7 Uhr wieder abziehe, dann wird er das mit der Zeit lernen und wird dann anfangen, den Akku, wenn ich das um 23 Uhr anstecke, nur noch bis 80% zu laden und dann in der letzten Stunde von 6 bis 7 Uhr, wo ich sonst normalerweise das Handy dann erst um 7 abziehe, wird er dann die restlichen 20% laden, um halt diese hohen Spannungen zu vermeiden. Aber wenn ich es dann brauche, wirklich 100% haben zu können. Das funktioniert auch. Also ich habe die Meldung bei mir zum Beispiel auf dem iPhone auch schon bekommen. Allerdings finde ich, ist es nicht ganz so zuverlässig, wie ich es mir wünschen würde. Deswegen, ich würde empfehlen, da wir jetzt gerade in Corona-Zeiten sowieso, aber auch die meisten Leute, die ja in irgendeinem Office arbeiten oder Auto fahren oder so, da ist es ja so, dass ich das Handy eigentlich nicht die ganze Zeit brauche und beziehungsweise auch am Arbeitsplatz laden kann. Also warum muss ich mein Handy dann über Nacht laden und kann es nicht auch am Arbeitsplatz einfach mal eine halbe oder eine Stunde anstecken, sodass ich dann wieder von den 20% vielleicht auf 70% komme. Das ist bedeutend gesünder für den Akku. Kann ich das Smartphone beim Laden benutzen? An sich ist das kein Problem. Also ich kann ohne Probleme mein Handy laden und währenddessen benutzen. Es braucht dann einfach nur länger, um zu laden. Und man sieht das online ganz oft, dass man das überhaupt nicht machen sollte, weil es todgefährlich ist für das Handy. Das stimmt nicht. Es gibt allerdings eine große Ausnahme. Denn das Allerschädlichste mit Abstand, das Schädlichste für moderne Lithium-Ionen-Akkus ist Hitze. Und wenn ich jetzt vor allem irgendwie mein Handy schnell lade, dann kann es sein, wenn ich es dabei benutze und irgendwas Anforderungshöheres mache, dass das Handy dabei doch ziemlich warm wird. Und das wiederum ist dann gefährlich für den Akku. Also wenn ich merke, ich benutze mein Smartphone und es wird sehr warm und ich lade es dabei, dann sollte ich vielleicht aufhören, es zu benutzen, es abziehen oder vielleicht auch ausschalten und weiterladen lassen. Weil das wirklich das ist, was den Akku mit am schnellsten killen kann. Also, benutzen und laden ist kein Problem, aber wenn es dabei heiß wird oder auch warm, dann sollte ich eher vorsichtig sein. Wie sieht es aus mit kabellosem Laden? Kabelloses Laden ist super einfach und bequem. Ich nehme einfach mein Handy, lege es auf die Ladeschale und fertig. Allerdings ist kabelloses Laden auch relativ ineffizient. Also, wenn ich mein Handy lade, dann kann es sein, dass ich bis zu 47% Verlust bekomme. Ja, das bedeutet, dass wenn ich meinetwegen 100 Watt reinstecke an Ladeleistung, dass bei meinem Smartphone nur 53 Watt ankommen. Was passiert mit den restlichen 47 Watt? Naja, die verpuffen zu
Wärme. Und das wiederum kann für den Akku schwierig sein. Also ich hatte schon ein paar Mal, dass ich mein Handy kabellos geladen habe und morgens wieder runtergenommen habe. Boah, das war ganz schön warm. Da muss man dann vorsichtig sein. Und es kommt auch dazu, dass kabelloses Laden doch auch an sich schädlicher für den Akku ist. Denn ich habe ja dort eine Spule drin und kabelloses Laden funktioniert ja so, dass ich eine Wechselspannung habe in der Spule, die quasi in dem Ladepad ist, und die induziert ein Magnetfeld, das induziert wiederum ein Magnetfeld in der Spule im Handy und das wechselt die ganze Zeit. Und da habe ich erstens Ummagnetisierungsverluste in der Spule, die sind jetzt ist nicht ganz so groß, da ist das nicht ganz so heftig, aber das Handy wird dadurch warm. Nicht so gut für den Akku. Nummer zwei, ich brauche einen Wechselrichter, der da drin ist, der aus dieser Wechselspannung wieder eine Gleichspannung macht, die in den Akku geht. Und dieser Wechselrichter, der erzeugt natürlich auch Wärme, auch nicht ganz so geil. Aber, und das ist auch mit der größte Punkt, der Akku dient hier so ein bisschen als Puffer. Ja, also wenn ich da nebenbei irgendwas mache, beziehungsweise wenn das da an- und aus geht, es verrutscht vielleicht mal, dann kann es sein, dass mein Akku dadurch deutlich schneller altert. Weil auch wenn ich es benutze und beim Laden, geht das trotzdem die ganze Zeit auf die Akkuzyklen. Also wenn ich mein Handy einfach nur ans Kabel gesteckt habe und mein Handy will irgendwas machen, dann nimmt sich das den Strom quasi direkt aus dem Kabel und der Akku lädt dann einfach ein bisschen langsamer, wenn es irgendwelche Hintergrundprozesse macht. Wenn ich das Ganze kabellos lade, dann geht das immer erstmal in den Akku und wenn das Handy irgendwas macht, holt sich das wieder aus dem Akku. Und das bedeutet, das kann mit der Zeit sein, dass der Akku da mehr Zyklen ansammelt, zudem, dass er auch noch heißer wird. Also kabelloses Laden, sehr einfach und bequem, aber ist im Allgemeinen nicht so gesund für den Akku. Was sollte man also noch tun oder auch vermeiden? Theoretisch ist Schnellladen für den Akku nicht sehr gut. Ja, das sieht man auch, also wenn man sich zum Beispiel moderne Elektroautos anguckt und man schaut, welche Autos haben eher zu Hause geladen, an einer langsamen Steckdose, wo halt nicht so viel Leistung rauskommt, und welche haben viel an Schnellladegeräten geladen oder auch an Tesla Supercharger Netzwerk zum Beispiel, dann sieht man, dass die Autos, die tendenziell mehr schnell geladen haben, eine größere Akkudegradation, also eine höhere Alterung im Akku haben, dass der Akku schneller altert, weniger Kapazität hat. Und daraus können wir entnehmen, dass schnelles Laden für den Akku nicht so gesund ist. Was ja auch verständlich ist, wenn ich da ordentlich Leistung in so einen Akku reinpresse, kann nicht unbedingt gesund sein. Allerdings ist schnelles Laden längst nicht so ungesund wie hohe Temperaturen. Hohe Temperaturen sind wirklich das No-Go für Akkus. Und auch das kann man zum Beispiel sehen an zum Beispiel Elektroautos wie dem Nissan Leaf. Das ist ein Auto, was zu bestimmten Zeiten kein aktives Thermalmanagement im Akku hatte. Das heißt, der wurde warm beim Fahren und kalt beim Fahren und beim Laden wurde er warm und dann hat sich da die Ladegeschwindigkeit gedrosselt. Und man sieht bei diesen Fahrzeugen, die kein aktives Thermalmanagement im Akku haben, dass dort die Kapazitäten, also wie schnell der Akku altert, deutlich schneller abfallen. Das heißt, der Akku altert viel, viel schneller. Das heißt, Schnellladen an sich ist gar nicht so ein riesiges Problem. Es ist nicht gesund, aber es ist kein riesiges Problem. Aber wenn der Akku dabei sehr warm wird, dann ist es ein großes Problem, weil dann altert er deutlich schneller. Das bedeutet, wenn mein Akku sehr, sehr heiß wird, zum Beispiel mein Handy liegt in der Sonne, ich hatte das letzten Sommer mal, wo mein Handy, ich hatte es auch so in der Sonne liegen lassen, das Ding war brennend heiß und hat sich dadurch dann noch abgeschaltet, weil wenn ich halt aus einem sehr heißen Akku Leistung nehme, ist das für den absolut schädlich und das sollte ich tunlichst vermeiden. Wenn ich also merke, mein Handy wird sehr heiß beim Laden oder auch in der Sonne oder so, am besten ausmachen und irgendwo hinlegen, wo es kühler ist oder ein bisschen kühlen, ne, auf irgendwie, also jetzt vielleicht nicht gerade irgendwie Eiswürfel drauflegen, das ist dann auch nicht gut, da ist die Temperaturdifferenz dann zu groß, aber irgendwo in Schatten liegen zum Beispiel oder auf dem Stein oder sowas, wo die Wärme ein bisschen abgeführt werden kann. Jetzt zum Abschluss nochmal eine kurze Liste, was man beachten sollte, um die Akkulebensdauer so lang wie möglich zu halten. Natürlich kann ich all diese Dinge tun und auch nicht tun, ich muss mir halt nur bewusst sein, dass das für die Lebensdauer des Akkus einfach nicht so gut ist. Nummer 1, nicht über Nacht laden. Hatten wir schon gesagt, hohe Spannung die ganze Nacht, nicht gut für einen Akku. Nummer 2, zwischen 20% und 80% laden. Das ist der ideale Bereich, in dem sich der Akku am wohlsten fühlt. Ich kann auch ohne Probleme von 20% auf 40% laden, wieder auf 20% nutzen, auf 60% laden, bis auf 40% runter benutzen, wieder auf 80% laden. Ist dem Akku super egal. Na, der hat das lieber, dass ich da ein paar Mal kurz lade, als dass ich da einmal über längere Zeit lade und er dann länger oben bei 100% steht. Natürlich muss man hier sagen, nur so weit ist, wie es mit dem Alltag vereinbar ist. Es ist ja immer noch ein Nutzgegenstand, der hat ja immer noch irgendwie einen Nutzen für mich und den muss der auch erfüllen. Aber wenn ich möchte, dass er so lange wie möglich lebt, dann am besten zwischen 20% und 80% aufhalten. Drittens, das Handy nicht heiß werden lassen und wenn es das doch tut, am besten abschalten.
hatten wir drüber gesprochen, Hitze mögen Akkus überhaupt nicht, wenn es irgendwie geht, das verhindern. Viertens, kabelloses Laden möglichst vermeiden. Kabelloses Laden ist nicht so geil für den Akku, wenn ich es andauernd mache. Sehe ich auch bei Freunden, die immer wieder ihre Handys kabellos laden. Die haben nach einem Jahr bedeutend weniger Akkukapazität als mein Handy. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Kumpel. Nach einem Jahr hatte ich mein Handy fast nie kabellos geladen, sondern immer nur abends kurz angesteckt, bevor ich ins Bett gegangen bin. Nach einem Jahr noch 95% Restkapazität. Mein Kumpel ein Jahr fast immer kabellos geladen, 86%. Und fünftens, Schnellladen möglichst vermeiden. Wie auch hier gesagt, nicht der Weltuntergang, aber wenn ich es vermeiden kann, sollte ich es vermeiden, weil es einfach besser für den Akku ist. Wer diese Dinge beachtet, der wird an seinem Akku möglichst lange Freude haben und wird den nicht irgendwie in 2 Jahren austauschen müssen. Und wie gesagt, das gilt nicht nur für mein Smartphone, das gilt auch für mein Tablet, das gilt für mein Elektroauto, gilt für meine Smartwatch, für alle Geräte, die Lithium-Ionen-Akkus eingebaut haben. Dazu können zum Beispiel auch Staubsauger zählen. Die Frage ist natürlich, wie realistisch ist das, dass ich zum Beispiel das Gerät nicht auf 100% auflade. Bei einem Staubsaugerroboter, der irgendwo bei mir in der Wohnung steht und der immer automatisch auf sein Ladepad zurückfährt, ist das wahrscheinlich unrealistisch. Als zum Beispiel bei meinem Handy, wo ich das bedeutend besser steuern kann, einfach durch dann, wann ich es lade. Ja, welche Tipps davon kanntet ihr noch nicht? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen, denn das freut doch den YouTube-Algorithmus und zeigt dieses Video dann noch bedeutend mehr Leuten. Und das ist natürlich auch gut für unsere Umwelt, da würde ich mich also sehr freuen. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.